Wir nutzen den Torgranate Talk, powered by Lang Group, um unserem Kollegen Johannes Götze zur deutschen Meisterschaft zu gratulieren. Bayer Leverkusen, ihr habt es geschafft. Tobi und ich haben uns entsprechend in Schale geworfen. Glückwunsch, Johannes. Ralf, warum hast du keinen Schal übergezogen? Weil wir zur Neutralität verpflichtet sind. Ach so. Neutralität, das bedeutet, das Hauptsache die Bayern sind es nicht geworden. Ach so, verstehe. Das Stichwort nehmen wir gerne. Verstehen wir. Also Johannes, du bist natürlich heute nicht dabei, weil siegestrunken und was auch immer. Ne? Und ja, genieß den Tag, genieß die Woche, genieß diesen Titelgewinn. So viele sind es ja nicht für Bayer Leverkusen und leider wird im Pokalfinale keiner dazukommen. Du solltest einmal nicht sticheln. Oh Colli, ich glaube. Zwischen all den Relegationsspielen wird der FCK voll da sein im Pokalfinale. Also, es wird ein Erlebnis werden. So, aber Ralf, bevor du jetzt sagst, was erzähle ich da schon wieder für Mist? Ich weiß genau, was du willst. Freitagabend hatten wir beide die Ehre, in Lena zu sein. Bei Augsburg 2 gegen den SV Fliehen in der Verbandsliga. Und du hast im Videokommentar nicht so ganz verstanden, warum Yunus Emre Kocak vom Platz geflogen ist. Weißt du es inzwischen? Das stimmt nicht ganz. Ich habe nicht verstanden, warum er dann genau in diesem Moment vom Platz geflogen ist. Ja. Er hat voll gemacht, das Spiel lief 10, 15 Sekunden, ganz egal, weiter. Und als er wieder ein Ball kommt, unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und gibt ihm Gelb-Rot. Hm. Meine Regelkunde war, die gibt es, dass er die kriegt, war mir klar. Aber er hat Vorteil laufen lassen, aber meine Regelkunde war, wenn der Ball wieder im Aus ist, dann kriegt er sie. Aber das Telefon steht ja nicht still, die WhatsApp stehen nicht still. Geil von allen Schiedsrichtern. Waren echt etliche, die mich da belehrt haben und mir erklärt haben, warum er in dem Moment abgefunden hat. Es gibt also eine neue Regel, dass in dem Moment, wenn er an den Ball kommt, das Spiel unterbrochen wird und dann die gelb-rote Karte gezeigt hat, wird er ja gar nicht mehr auf dem Platz stehen darf. Geile Regel eigentlich, ich habe sie nicht gekannt, aber, mal ganz ehrlich, ich habe mit einigen Hessenliga- und Verbandsligaspielern am Samstag und Sonntag gesprochen und bis auf einer wusste es keiner, aber der, der es wusste, den kennt ihr ja auch alle, Mario Rode, ey, ich lobe euch ja immer für euren investigativen Journalismus, ne? Aber Junge, das musst du doch wissen, ich glaube, er hat es aber auch erst nachher erfahren. Also auf jeden Fall Respekt an Justus Dietrichter für diese Entscheidung. Also ja. Ich glaube, da hat er komplett richtig entschieden. Generell haben wir, glaube ich, ein geiles Derby gesehen am Freitagabend. 7 Tore, 3 Platzverweise, Fliehen dreht innerhalb kürzester Zeit ein 0-2 in ein 3-2 und gewinnt am Ende. Also es hat schon richtig Spaß gemacht. Ne? Absolut, absolut. War dann auch richtig Dampf drin letzte halbe Stunde. Ich bin zu großen Teilen bei dir. Gute Schiedsrichterleistung, richtig gute Schiedsrichterleistung. Aber mir hat er in der ersten Halbzeit zu viele gelbe Karten gezeigt. Also ich glaube, am Schluss waren es, glaube ich, 9 plus die Platzverweise. Also da sind wir dann bei 11. Und das hat das Spiel meiner Meinung nach nicht hergegeben. Und hat er sich so ein bisschen selbst in die Bredouille gebracht. Wobei natürlich alle 3 Feldverweise dann nach der gelben Karte und auch die rote für mich absolut berechtigt waren. Ja. Aber ein bisschen weniger hätte es da vielleicht getan. Trotzdem hat er gut gepfiffen. Fand ich auch. Ja. Hat zur Attraktivität auch beigetragen, ungewollt. Dadurch, dass es dann am Ende auch die Platzverweise gab. Ja, es war ja generell das Wochenende der Verbandsliga-Derbys. Am Samstag hatten wir das 2. Alterfeld gegen Bad Soden, 2-4. Stand ja so ein bisschen Verfolgerduell drüber, wenn der 4. gegen den 3. spielt, war dann aber doch sehr, sehr einseitig. Also man hat wirklich gesehen, was für eine Qualität in Bad Soden steckt. Ich habe es jetzt lange nicht gesehen und ich lege mich fest, das ist eine Mannschaft, die am Ende mindestens 2. wird. Also ich glaube, dieses Jahr sind sie soweit. Das ist eine recht richtig gefestigte Mannschaft, wo jetzt, glaube ich, auch jeder wirklich weiß, was er zu tun hat auf dem Platz, wo wirklich niemand mehr abfällt. Also Respekt, hat mir gut gefallen. Haben wir schon oft gesagt. Immer, wenn wir das gesagt haben. Ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich nochmal dieser entscheidende Schritt, der nötig ist. Ich glaube, den sind sie jetzt gegangen. Aber er hat auch ein bisschen hier gelogen, der Colli. Ne? Da sagt er, Eiderfeld, du bist doch nicht wegen Eiderfeld Bad Soden hingefahren. Das ist richtig. Du bist doch wegen der Frauen im Anschluss das hingefahren. Stimmt. Ich weiß es doch. Das stimmt, ne? Hast du recht. Da hast du dich darum gestritten. Ne? Ja, also auf jeden Fall hat es das Verbandsliga-Topspiel auch hergegeben, dass man da mal hinfährt. Eiderfeld, Freien-Steinau. Ich gratuliere Freien-Steinau zum Sieg, noch nicht zur Meisterschaft, habe ich gelernt. Ne? Also da will man die Bälle noch ein bisschen flach halten, aber 5-0 im Frauen-Verbandsliga-Topspiel. Mhm. Respekt, ja. Respekt. Ihr könnt euch gerne nochmal die Stimmen dazu angucken in unserem Talk-Granate-Pur-Video. Genau. War gut, glaube ich, dass wir auch mal den Frauenfußball auf diese Art und Weise in Szene gesetzt haben. Und wir haben 9 Hessenligisten.
vielleicht, ja, ne? Wenn es Freienstein noch nicht wird, dann vielleicht Eiderfeld. Wäre schon schön. Und das Gute war, dadurch, dass du Frauenfußball gucken wolltest, musstest du dir nicht diese tragische erste Halbzeit von der Eintracht in Stuttgart angucken. Das ist ja auch ein ganz großer Vorteil. Jetzt war jetzt aber genug Bundesliga hier. Das war jetzt genug Bundesliga. Wir müssen nochmal zur Verbandsliga Nord zurückkommen. Hilft ja nichts, weil wir haben noch einen Derby vergessen. Eichenzell-Bronzell war dann wahrscheinlich auch das qualitativ schwächste, zumindest auch uninteressanteste Spiel. Ich glaube, Eichenzell hat gerade auch nicht genug beigetragen, dass das auch ein attraktives Spiel wird, oder? Ja, die erste Halbzeit ging noch. Also die erste Halbzeit war noch so halbwegs okay. Wo ich komplett enttäuscht war, war die letzte halbe Stunde. Also die machen aus dem Nichts quasi, die zweite Halbzeit lief nicht viel, gar nichts, das 2-0 fällt, dann machen die aus dem Nichts das 2-1. Und dann denkst du ja, jetzt kommt nochmal ein Ruck, jetzt kommt nochmal was. Da kam gar nichts. Da kam überhaupt nichts. Und immer wieder dieses Quergespiele vorm Strafraum, im Strafraum, immer wieder selbst in die Bredouille gebracht. Es war keine Dynamik drin, es war kein Wille drin. Ich habe die zwei Wochen vorher gegen Dürnberg gesehen, da haben die sich in den Hintern aufgerissen. Mhm. Davon war nichts zu sehen, überhaupt gar nichts. Und Protzel hat völlig verdient gewonnen. Also brauchen wir keine drüber zu reden. Da fällt die Überleitung zur SG Oberrockstadt, glaube ich, nicht allzu schwer, weil SG Oberrockstadt hat auch viel vermissen lassen. Am Samstag in Dreieich 0-5 verloren bei der Eintracht Reserve, die höchste Saisonniederlage kassiert. Droht die SG Oberrockstadt ihre Form bis zu den wichtigen Hessen-Pokalspielen jetzt endgültig zu verlieren? Welche Form? Also die am Samstag, da war keine Form erkennbar. Leider, muss man ja so sagen. Ja. Das war eine Vorstellung. Ich sag mal so, wenn du mit 3-0 rausgehst, so wie es dann zur 90. Minute stand, dann sagst du, okay, ja, du hast einfach keinen guten Tag gehabt und dann nimmst du so eine Niederlage auch mal mit in einem Spiel, wo es dann ja auch um nichts mehr geht, so ehrlich muss man sein, dass du dir halt in der Nachspielzeit noch zwei Dinger einschenken lässt, das trübt dann halt dieses ganze Bild, ne? Weil das ist ja nicht nur so, dass da in Fulda mal jeder davon spricht, sondern da spricht ja die ganze Regionalliga davon. Ja, nee, guck mal, ja, total, das ist ja das, ne? Also, der Junge kriegt sein erstes Regionalligaspiel geschenkt, hat einen Tag darauf Geburtstag und ja, ich weiß nicht, wie er den Geburtstag verbracht hat. Also er wird sich wahrscheinlich gefreut haben, endlich ein Regionalligaspieler. Aber ich glaube, er hat auch viele Schulterklopfer von seinen Ex-Spielern mitbekommen und ja, muss sich da wahrscheinlich auch erklären, aber er hat 0,0 Chance da dran. Also selbst wenn da ein Zapico im Tor gestanden hätte, der hätte nichts machen können. Janik Kurz hat noch 3-1 gegen 1 Duelle einfach pariert, wo die Leute alleine auf ihn zulaufen. Also eine Vorstellung, die ja schon ein bisschen Fragen aufwirft, darf es auch. Geiles Hackentor, ne? 1-0. Geiles Hackentor, ja, ist 1-0. Habe ich dann auch, dann 3 Minuten später hat es gebraucht, bis dann so ein bisschen der Buschfunk über die Tribüne ging, weil das hast du in live gar nicht so gesehen. Aber um jetzt zurückzukommen zu Borgstadt, du musst unbedingt den Schalter umlegen. Ich habe am Samstag auch bei der Pressekonferenz die Frage gestellt, 30. April gegen Offenbach. Wurde dann nach der Pressekonferenz natürlich direkt eines Besseren belehrt, weil die wird ja live übertragen über die Stadionleinwände. Mhm. Und ich werde gefragt, warum sprichst du denn das Spiel gegen Offenbach an? Also, ja, da ist mir Wolfhagen unten durchgerutscht. Nichts gegen Wolfhagen. Wir wollen das morgen mal sehen, ob er die Sensation schafft. Wir spielen auch Wolfhagen bei Rockstadt. Wir spielen das alles ist mal. Das ist gar kein Problem, ja. Aber das ist halt das einzige Spiel aktuell noch, wo du auf in dieser Saison hinarbeiten musst. Und so wie am Samstag in Frankfurt. Boah, keine Ahnung. Trotzdem, wir gratulieren nochmal Janik Horz hier in aller Form zum Geburtstag. Genauso wie Peter Baljatka, 40 Jahre alt geworden, der Trainer des SV Steinbach. Herzlichen Glückwunsch. Hättest dir natürlich ein anderes Geburtstagsgeschenk gewünscht als ein 3-3 in Dietkirchen und eine rote Karte. Ja, Ralf, ist schon unglücklich gelaufen für den SVS. Das war ein Spiel, wo man hätte gewinnen müssen, oder? Eigentlich hätte die Überschrift lauten müssen, ganz einfach, selber schuld. Also die erste Halbzeit war bärenstark von Steinbach, richtig geil, hoch angelaufen. Die sind von einer Verlegenheit in die nächste gestürzt, hätten noch einen Elfmeter kriegen müssen nach dem Foul von Luca Uth. Hatten Chancen, dann macht Marc Stadler endlich sein Tor, macht damit den Ausgleich wett, der eigentlich schon überflüssig war und frisst so zwei dämliche Gegentore. Da kannst du dich echt ärgern. Und wenn es zur Halbzeit 3-0 für Steinbach steht, spiegelt das die erste Halbzeit wieder. Und zweite Halbzeit war dann mega enttäuschend. Also A, hat es natürlich Kraft gekostet vor der Halbzeit, ist klar. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich taktisch anders ausgerichtet haben. Haben die viel mehr kommen lassen, standen viel tiefer. Und das hat dem Spiel überhaupt nicht gut getan. Überhaupt nicht. Und ja, am Schluss kannst du froh sein, dass der Marlon Weiz dann noch das 3-3 macht. Und dann gab es halt noch die Szene mit Peter Baljatka an der roten Karte als ein Foul an
Marlon Weitz war, auch da kann er pfeifen. Es wäre dann die 96. gewesen. Ja, es hat nicht sollen sein, aber trotzdem, man braucht sich bei niemandem zu beschweren, außer bei sich selber, weil wenn du das clever spielst, hast du die 3 Punkte. Ja, wie schwer zu prognostizieren ist, wo die Reise hingeht, zeigt, glaube ich, unsere Abstimmung. Wir haben nämlich euch als Community mal gefragt, wo landet der SV Steinbach am Saisonende? Haben euch 3 Möglichkeiten vorgegeben. Direkter Abstieg, Relegation, direkter Klassenerhalt. Momentan 35% Relegation und damit führend. Ja, 33% Abstieg, 32% Klassenerhalt. Also 3% auseinander, 3 Möglichkeiten. Das zeigt, genau so ist es. Das zeigt, wie offen das Ganze ist. Hängt ja auch noch, wie ihr alle wisst, von der Ausgangslage in der Regionalliga ab, wo es ja momentan noch gut aussieht, weil es für Markus Franz und Aalen gerade schlecht aussieht. Aber ja, es ist super schwer zu prognostizieren. Wir haben eben auch gefragt, wie ihr generell die Saison des SV Steinbach bewertet. Zum Beispiel Peter Ballack, der Junior, hat sich gemeldet und hat geschrieben, Hinrunde flop, Rückrunde gut. Ja, kann man unterschreiben, nur eine Rückrundenniederlage, wenn ich das richtig im Kopf habe, zumindest in 2024. Müsste in Gießen gewesen sein, zu viele Unentschieden leider, sonst wäre man jetzt auch schon in einer anderen Position. Da gibt es aber auch noch eine interessante Meinung. Wie bewertet ihr die Saison? Eher schlecht, weil die Einkaufspolitik mal überdacht werden sollte. Nur Kreisliga- und KHL-Spieler zu holen reicht nicht. Ja, aber was willst du holen? Es ist der SV Steinbach. Es ist der SV Genossenschaftsbank. Ne? Also die Jungs, die machen sich schon Gedanken. Und es ging jahrelang auch gut. Und es ist auch der Weg des SV Steinbach. Du kannst keine Spieler holen, die da im Monat 700 Euro abkassieren. Ne? Davon am besten 12 Stück oder 13. Also alles gut. Genau. Ich glaube, das ist sehr durchdacht, was die da machen und sehr gesund. Ich glaube, der SV Steinbach könnte einen Abstieg auch verkraften und der könnte auch einen Abstieg, einen Sturz in die Gruppenliga irgendwann in 10 Jahren mal verkraften und wird als Verein noch dastehen. Blödsinn. Ja, also meiner Meinung nach Blödsinn. Bin ich voll bei dir. Ich glaube, diese Meinung kann der User auf jeden Fall haben. Natürlich. Kann das äußern. Sagen, ja. Fakt ist aber, dass wir, glaube ich, die letzten Jahre den SV Steinbach immer dafür gefeiert haben eigentlich, aus wie viel sie das Maximum rausgeholt haben und genau mit dieser Transferpolitik das ja auch geschafft haben. Ja, und ich glaube, wenn du seit Jahren diese Politik fährst, ist dir irgendwie auch bewusst, dass vielleicht in 3, 4, 5 Jahren irgendwann jetzt das eintritt, was in dieser Saison der Fall ist. Absolut. Vielleicht feiern wir den SV Steinbach ja schon in der nächsten Saison wieder, weil der erste Neuzugang aus der KHL Nord steht ja fest mit Dajan Jung. 6 Tore gemacht am Freitagabend, also auch Da wächst vielleicht auch was heran und denkt dran, Daniel Hanslik, der heute 2. Liga spielt, hat auch mal seine ersten Schritte, glaube ich, in der Gruppenliga damals und Verbandsliga mit Bad Hersfeld gemacht. Ja, und ist dann auch zum SV Steinbach gewechselt und wie gesagt, ihr habt alle gesehen, wo die Karriere noch hingegangen ist. Darian Jung zur Eintracht Frankfurt, das ist die Schlagzeile, 25. Warum nicht? Vollgranate hat es jetzt schon gesagt. Wenn wir noch in der Kreisoberliga sind, ich würde gern mit euch mal über den Süden sprechen, beziehungsweise eigentlich ist es der Westen, denn es gab am Freitagabend das Vogelsberg-Derby zwischen der SG Lauter und der FSG Vogelsberg. Ist ja so das Spiel, was es momentan im Vogelsberg so gibt und ich wurde schon ein bisschen gerügt, dass wir zu wenig darüber sprechen und da habt ihr auch recht. Ja, normalerweise müssten wir eher darauf eingehen, weil das wirklich auch das Spiel ist. FSG Vogelsberg, wirklich Respekt. Nicht nur das Derby 5-2 gewonnen, sondern auch voll drin im Kampf um Platz 2. Ich glaube, die letzte Niederlage im Oktober kassiert. Ja, Rosenfeld, Vogelsberg, das kann auch ein schöner Zweikampf um Platz 2 werden, ne? Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, Vogelsberg. Das war auch ganz, ganz spannend mit Huddengrund, glaube ich, war es. Genau. Ja, also ist ja schon nicht seit ein paar Jahren diese Konstanz auf jeden Fall vorhanden, dass sie da immer ganz, ganz oben mitspielen. Aber ich glaube, es reicht wieder nicht für den Zweiten. Schwierig. Ich glaube, bei Rosenfeld hängt auch viel von ab, ob Gorgiev gesund bleibt. Mhm. Wenn der natürlich wieder 4 Wochen ausfällt, könnte es wieder ein bisschen enger werden. Aber ich glaube auch nicht, dass da einer dabei ist, der da so solide sagen kann, wir gewinnen jetzt alle Spiele. Also ich glaube, wenn Vogelsberg eine Serie hinlegt, könnte es wirklich eng werden. Aber sie müssen die Serie hinlegen, weil Rosenfeld hat zwar noch Lütter zu Hause, aber das kann ja auch in jede Richtung ausschlagen. Ja, mal gucken. Also Vogelsberg waren geile Zeiten, lange vor euch, da gab es euch noch nicht, aber das waren geile Zeiten damals, Gruppenliga, Romeo Wendler. Na, und die SG Lauter übrigens, habe ich heute Morgen, ich habe mich mal so ein bisschen vorbereitet auf die Woche heute Morgen, und da ist mir aufgefallen, die SG Lauter hat das Spiel in Lütter.
am Sonntag. Und ich glaube, die freuen sich nicht auf Luther. Aber dieses Jahr, ich glaube, die haben mich echt 8 Stück, 9 Stück jedes Gefühlt Mal. Immer, ja. Also Wahnsinn. Aber dieses Jahr wird es nicht passieren, da bin ich mir sicher, weil man sieht es ja, ich rede ja, habe ja schon 2 Wochen davon geredet, von dem Sturm, die Sturmproblematik in Luther momentan. Jetzt hat Giraldi das Tor gemacht, ein Rückhaus in der 90. 91. Ich glaube, 9 werden es diesmal nicht. Also ich glaube, Luther wäre froh, wenn sie 3 machen und das Ding heimziehen und diese Serie mal beenden. Da wäre, glaube ich, auch Lauter ganz glücklich. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist irre. Ja, die spielen jedes Jahr solide und in diesem Spiel kriegen die, also das ist Wahnsinn. Das der ist klassische Angstgegner. Ja, aber was für einer, ne? Das ist Wahnsinn, echt. Ja, zum Abschluss wollen wir nochmal vom Vogelsberg bzw. Luther dann auch mal richtig in die Rhön schauen. Luther und Vogelsberg, du. Nicht nur in die Vorderrhön, sondern so richtig in die Rhön. Zunächst mal in die A-Liga, Tobi, SG Ulstertal. Oh. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum einen, aber auch gute Besserung. Ja. Klär uns auf. Total kuriose Geschichte. Also erstmal der erste Sieg in 2024 ist endlich da und der war auch, glaube ich, jetzt mal bitter notwendig für alle Gefühle im Ulstertal. Aber das Kuriose daran ist eigentlich Pascal Eberl als Spielertrainer. Ja, ist eine Viertelstunde vor Schluss die Schulter rausgesprungen aus dem Gelenk. Das ist schon mehrmals passiert, hat er gesagt, aber die ist zu großen Teilen immer wieder direkt rein. Diesmal war es halt nicht so und na gut, Rettungswagen musste kommen. Er ist dann weggefahren, hat den Abpfiff also gar nicht mehr miterlebt, des 3-1-Siegs. Geht dann zum Röntgen ins Krankenhaus und kommt vom Röntgen wieder raus und wen trifft er da? Sein Stürmer Steffen Wunderlich. Ja. Der hat da ja, Bänderprobleme gehabt, keine genaue Diagnose, konnte er gestern oder am Sonntagabend sagen. Ja, aber schon geil. Also du gewinnst das Ding und denkst dir, okay, jetzt habe ich meine Ruhe und ich will heute auch keinen mehr sehen, weil ich habe meine Schmerzen. Ja, und siehst deinen Stürmer da auflaufen, ist schon ganz kurios, ja. Absolut. Die Nummer 1 der Rhön ist die SG Ulstertal aber nicht. Ich würde sagen, nach dem Gruppenliga-Derby-Sieg hat sich das die SG Ehrenberg verdient. 1-0 gegen Elters, Eckweisbach, Schwarzbach. Aber noch ist Elters in der Tabelle vorne. Die Frage ist nur, wie lange noch? Platz 2 ist aus Ehrenberger Sicht nur noch 3 Punkte entfernt und ein Spiel ist noch in der Hinterhand. Müssen wir jetzt plötzlich von der SG Ehrenbergers Aufstiegskandidat sprechen? Eigentlich, weiß ich nicht. Ich habe, wenn ich das Spiel vergleiche zwischen Elters und Ehrenberg und dann mal die Woche davor nehmen, wie Aulertal in Elters gespielt hat, dann muss ich einfach sagen, dass Aulertal über beiden nochmal drüber steht. Also deutlich eine Klasse besser. Können sie aber auch sein, weil sie werden ja dann Erster. Was dann der Zweitplatzierte macht, ist ja dann eine andere Sache. Aber wie viele Mannschaften haben wir jetzt, die da wirklich nur 3 Punkte alle sind? Ja, ich glaube 4 oder 5 Mannschaften sind das. Und ich glaube, die SG Schlichter macht das. Glaube ich auch. Ja. Aber Ehrenberg ist nur noch 3 Punkte dahinter, ja. Und du musst mal das Restprogramm von denen angucken. Die spielen allein noch 2-mal gegen Petersberg. Also die haben von oben alles fast gespielt, bin ich der Meinung. Und es kommen nur noch Gegner wirklich aus dem unteren Tabellendrittel. Die aber alle noch Dampf haben. Die noch, ja, natürlich. Mhm. Aber nicht trotzdem, vergessen. Also du musst ja auch mal sehen, was Ehrenberg jetzt für Lauf hat. Die haben jetzt 4-mal in Folge kein Gegentor kassiert, 5 Spiele umgeschlagen. Also die sind ja jetzt wirklich richtig, richtig gut drin. Und das hat sich ja gefunden. Und ja, ich will nichts prophezeien, aber mit so 2 Derby-Siegen im Rücken, dann geht vielleicht doch nochmal was ganz anderes in dieser Saison. Und bei Elders, die müssen jetzt, ja, den Bogen wieder spannen, so dahin, dass sie dann wieder die Form vor 3-4 Wochen hatten, weil da waren sie ja überragend, ne? Da haben sie ja alles gewonnen und auch hoch gewonnen. Aber jetzt so seit 2 Wochen so ein bisschen irgendwas fehlt halt. Vielleicht haben wir so zu gut geredet. Relegation in Freienstein-Au könnte man mitleben, Relegation in Schlüchtern wäre mal was Besonderes in der Rhön, ob Elters, Eckweisbach, Schwarzbach oder Seifert, Wüstensachsen-Teiden, sucht euch was aus, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein interessanter Juni und ein interessanter Juni wird es natürlich auch, weil die Europameisterschaft vor der Tür steht und wir gehen jetzt so langsam in die Endphase unserer Ballkit-Aktion beziehungsweise der Ballkit-Aktion von Engelbert Strauß. Bis zum 1. Mai könnt ihr euch noch bewerben mit eurem Team. Wir haben alle keine Tickets, glaube ich, ergattert und wären so, so gerne dabei. Also das ist für euch wirklich die beste Möglichkeit, dort mal hinzukommen. Bewerbt euch, schaut auf unser Portal, da gibt es alle Informationen, die ihr benötigt. Ich wäre gerne dabei. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich da nicht mehr mitmachen kann. Dito. Ja. Und ich schaue euch schön zu von der Strandbahntribüne. Das ist ein Lauf. Fantastisch. So, Strandbahn, besser wird es heute nicht. Europameisterschaft, Bundesliga, Amateurfußball, ja. Geiler Talk. Alles. Und jetzt noch die Strandbahn, deswegen müssen wir jetzt auch wirklich aufhören. Und wir setzen uns jetzt mit dem Calpirinha, glaube ich, an den Strand. Oh ja. Das würde ich jetzt einschlagen, sofort. Würden wir machen. Ne? Also euch eine schöne Woche und bis nächste Woche Montag, da sind wir wieder nüchtern, versprochen.
Sehr und Leverkusen gut. Ist immer noch deutscher Meister. Oh, das wäre gut gewesen, genau. Stimmt, das wär jetzt ideal gewesen. Schade, tickt zu früh. Schneid's nochmal rein.